beide führen euch heute gemeinsam durch dieses Webinar und werden euch erklären, was ihr tun könnt, um auf Etsy besser gefunden zu werden. Genau. Also unser Thema heute, so wirst du auf Etsy gefunden. Die präsentierten Teile. Wir werden zunächst kurz erklären, wie die Etsy-Suche funktioniert. Im zweiten Teil, also der theoretische Teil, da werden wir dann erklären, was ihr als Verkäufer ganz konkret tun könnt, um euren Shop und eure Artikel besser sichtbar zu machen in der Suche. Und im dritten Teil wird es dann ganz praktisch und wir werden ganz konkret einige Beispiele ansehen und diese anhand der Faktoren, die eben in die Suche mit einfließen, zu optimieren. Noch ganz kurz zum Ablauf. Also wir haben einige Punkte, die wir jetzt durchgehen, aber wir hoffen, dass wir am Schluss noch ein bisschen Zeit haben für eine Frage- und Antwort-Session. Also wir hoffen, dass wir so 10, 15 Minuten noch übrig bleibt. Falls das nicht der Fall ist und falls auch die Anzahl an Fragen, die ihr zu diesen Themen habt, den Zeitrahmen sprengen, würden wir euch ein Frage- und Antwort-Webinar anbieten. Das würde dann ungefähr in einem Monat stattfinden. Aber jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen und eventuell kommen wir ja heute auch komplett durch. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie die Etsy-Suche funktioniert. Ähnlich wie wir das von der Google-Suche kennen, wird die Google-Suche auch von einem Etsy-eigenen Algorithmus gesteuert. Das heißt, ein Käufer gibt ein Suchwort oder ein Suchsatz in das Suchfeld ein und unser eigener Algorithmus gibt dann die relevantesten Ergebnisse zurück. Dieser Algorithmus ist nicht statisch, sondern die genauen Details ändern sich tatsächlich regelmäßig. Das Ziel dabei ist, Käufern jederzeit so effektiv wie möglich zu helfen, das zu finden, wonach sie suchen. Das heißt, wir testen kontinuierlich im Rahmen festgelegter, kontrollierter Experimente. Und nur wenn diese Experimente für den Großteil der Nutzer, also sowohl der Verkäufer als auch der Käufer, zu positiven Ergebnissen führen, dann werden diese Optimierungen auch öffentlich ausgerollt, also für alle. Das heißt, ihr könnt wirklich jederzeit sicher sein, dass wir keine Änderungen durchführen, von denen wir nicht sicher sein können, dass sie wirklich im Allgemeinen zu großen Verbesserungen führen. Hier habe ich jetzt mal kurz zwei Beispiele angeführt für derartige Updates der Suche. Wir haben zum Beispiel in den letzten Wochen die Vorschlagsuchfunktion auch auf Deutsch eingeführt. Die gab es schon länger für englische Suchanfragen, aber jetzt, also ich glaube vor ungefähr 2 Monaten oder vor 3, wurde eben auch diese Vorschlagsuchfunktion auf Deutsch eingeführt. Das heißt, auch deutschsprachige Suchanfragen werden automatisch vervollständigt und diese Vervollständigungen basieren auf den häufigsten tatsächlichen Suchanfragen, die auf Etsy stattfinden. Und damit werden eben relevantere und auch schneller die Ergebnisse wiedergegeben. Also es ist tatsächlich eine deutliche Verbesserung für das Erlebnis unserer Käufer. Außerdem haben wir den Übersetzungsmechanismus für Suchanfragen verbessert. Also genauso wie die automatische Übersetzung für Artikel und Shop-Texte generell kontinuierlich überarbeitet wird, haben wir jetzt eben auch diesen Übersetzungsmechanismus für Suchanfragen integriert. Das heißt, auch deswegen sehen Käufer relevantere Ergebnisse und zwar aus der ganzen Welt, also nicht nur lokal. Zusätzlich dazu gibt es allerdings eine ganze Reihe von Faktoren, die ihr als Verkäufer nutzen könnt, um zu steuern, ob eure Artikel in der Suche erscheinen und wo. Und unter anderem mit diesem Webkurs, den wir jetzt heute haben, aber auch mit Maßnahmen wie der Etsy Resolution oder also der Artikel im Verkäuferhandbuch, unserer wöchentlichen Verkäufer-Newsletter,
Das alles zielt darauf hin, dass ihr alle wisst, was ihr tun könnt und was ihr auch tun solltet, um eben gut gesehen und gefunden zu werden. Dabei solltet ihr beachten, dass die einzelnen Faktoren nicht gleich gewichtet sind. Also manche Faktoren sind wichtiger als andere. Und außerdem ist zu beachten, dass der Etsy-Suchalgorithmus immer versucht, Ergebnisse aus möglichst vielen verschiedenen Shops anzuzeigen. Also das sind eben alles Punkte, die in diesen Algorithmus mit einfließen. Und nicht nur die Gewichtung der einzelnen Faktoren ist unterschiedlich, sondern auch, welche Shops, wie schwer die einzelnen Faktoren bei verschiedenen Shops gewichtet werden, hängt von diesem Algorithmus ein. Und das alles nochmal zielt einfach darauf ab, den Käufern möglichst das zu zeigen, wonach sie suchen. Also das heißt eben, nochmal kurz zur Erklärung, wenn ein Shop, der ein ganz spezifisches Nischenprodukt anbietet, das eben genau von dem Käufer gesucht wird zu einem bestimmten Zeitpunkt, obwohl dieser Shop möglicherweise die einzelnen Faktoren nicht wirklich berücksichtigt, kann es dann sein, dass er trotzdem ganz am Anfang in der Suche erscheint, ganz einfach, weil der Artikel schon an sich wahnsinnig relevant ist für den Käufer. Genau, und diese verschiedenen Faktoren, die sollten optimalerweise nicht einzeln betrachtet werden, sondern die sollten wirklich ineinandergreifen und Artikel überarbeiten sollten immer holistisch angepackt werden. Also jetzt, es macht wenig Sinn, mich in einem Monat nur um meine Titel zu kümmern und in einem Monat nur um meine Tags und in ein halbes Jahr später schaue ich mir meine Artikelbeschreibungen an. Idealerweise sollten diese ganzen Maßnahmen ineinander greifen. Aber wenn wir jetzt weiterschauen, was diese Faktoren denn konkret sind, wird dieser Punkt auch noch klarer werden. Gut, dann sind wir jetzt beim zweiten Teil. Was könnt ihr denn als Verkäufer ganz konkret tun, um besser gefunden zu werden? Also die ganz grundlegende Voraussetzung, gut gefunden zu werden, ist, tolle Produkte anzubieten. Also es ist tatsächlich so, dass je interessanter und schöner, nützlicher oder eben auch spezieller ein Artikel ist, desto mehr Käufer werden auf deinen Shop aufmerksam werden. Und das ist wirklich also eine grundsätzliche Frage, die wir hoffen, dass sich jeder Verkäufer zum Start stellt. Gibt es denn wirklich einen Markt für mein Produkt? Die wichtigste, also der wirklich wichtigste Gedanke bei der Suchoptimierung ist SEO, sind SEO-Maßnahmen. Also SEO ist die Abkürzung von Search Engine Optimization. Und ein Search Engine ist eben diese Suchmaschine, die ich eingangs gezeigt habe. Also jede Website mit einer Suchmaske hat eine Suchmaschine, also einen Search Engine. Und den kann ich dann auch optimieren. Also SEO-Maßnahmen bieten sich für jeden Anbieter auf einer Plattform mit einer Suchmaschine an. Und hier zur Erklärung, also in dem Screenshot seht ihr in der ersten Reihe Anzeigen auf Etsy und die Artikel, die dann direkt organisch unter den Anzeigen erscheinen, da kann man davon ausgehen, dass die ganz gutes SEO betreiben. Der allererste Schritt, um mein SEO zu optimieren, ist die Recherche guter Schlagwörter. Grundsätzlich sollten die Schlagwörter den Artikel natürlich sehr gut beschreiben. Es sollten aber auch Schlagwörter sein, nach denen tatsächlich gesucht wird. Das packt man dann am besten in zwei wichtigen Schritten an. Man überlegt sich zunächst, wonach sucht denn ein Käufer? Also wonach würde ich suchen, wenn ich nach meinen Produkten suchen würde? Wir haben eine ganz gute Checkliste für Brainstorming im Verkäuferhandbuch. Ja, leider kann ich das nicht anklicken. Es tut mir leid. Aber wenn ihr Checkliste für Brainstorming im Verkäuferhandbuch sucht, dann findet ihr die. Also es sind ganz einfach eine Liste an, ich glaube, 20 Fragen, die ich der Reihe nach durchgehen kann, um in die Denke meiner Käufer reinzukommen und dazu Ideen zu entwickeln, was denn gute Schlagwörter sein könnten.
Darüber hinaus sollte ich aber auf jeden Fall auch Keyword-Tools nutzen, um diese Schlagwörter, die ich mir allein durch mein Brainstorming identifiziert habe, zu erweitern. Da können durchaus und in den meisten Fällen finden sich da noch eine Vielzahl an zusätzlichen Schlagwörtern, an die ich nicht gedacht habe, die aber trotzdem für meine Produkte sehr relevant sind. Und dafür wollte ich euch jetzt gern einige Tipps geben, einige Tools vorstellen, die ihr dafür nutzen könnt. Also ganz grundsätzlich bietet sich die Etsy-Suchmaske an, um nachzusehen, nach welchen relevanten Suchwörtern suchen den Kunden, die zu meinen Produkten passen. Und seitdem diese Suchanfrage-Funktion auch für Deutsch ausgerollt ist, ist es natürlich ideal. Also vorher ging es nur für Englisch und jetzt kann man es eben auch für Deutsch machen. Es bietet sich also auf jeden Fall an, dass ihr da ansetzt, um Schlagwörter zu identifizieren. Außerdem empfehlen wir euch natürlich, eure Statistik zu nutzen. Die findet ihr im Shop Manager. Ist ein eigener Abschnitt, Statistik. Und im Tab Kunden seht ihr dann, welche verwandten Suchanfragen deine Kunden denn außerdem eingegeben haben. Also zusätzlich zu den Suchanfragen, mit denen sie zu deinem Shop und zu deinen Produkten gelangt sind. Die Google-Tools bieten sich natürlich auch an. Genauso wie die Etsy-Suchfunktion solltet ihr auf jeden Fall auch die ganz normale Google-Suche nutzen, um über die Autocomplete-Funktion Ideen kommen. Ihr könnt aber auch Google Trends nutzen, auch dort. Also ich kann das auf Google Trends eingrenzen, für welches Land, für welche Region, für welche Art von Suchanfragen jemand nach verschiedenen Suchbegriffen gesucht hat. Und dort erhaltet ihr auch related Keywords. Also das würden wir auf jeden Fall auch empfehlen zu nutzen. Und wenn ihr dann noch weiter planen wollt, gibt es noch den Google Keyword Planer. Der ist das Google AdWords Tool integriert. Ihr könnt es aber auch nutzen, wenn ihr keinen AdWords nutzt. Und wenn ihr da noch kein Konto habt, ihr könnt euch da umsonst anmelden und auch ohne Kampagnen zu fahren, für die ihr dann ja zahlen müsstet, könnt ihr den Keyword Planner benutzen. Und der ist dann nochmal eine ganz, ganz neue Größenordnung. Also da kommen wirklich eine riesige Vielzahl an Keywords, die man dann eben auch alle ja, durchdenken muss, ob die wirklich Sinn machen. Also die Reihenfolge, in denen wir jetzt hier die Tools aufgelistet haben, ist auch die empfohlene Reihenfolge, die wir euch empfehlen, um das Thema anzupacken. Es gibt aber auch noch eine Reihe anderer Keyword-Tools. Ich habe hier einfach mal ein paar gelistet. Ihr könnt aber auch ganz einfach, um eure eigene Keyword-Tool-Suche zu starten, Keyword-Tools in Google eingeben und dann bekommt ihr verschiedene Listen, Hitlisten, manche sind aktueller als andere, die euch dann verschiedene Tools empfehlen, aber auch kurz erklären, wofür die denn jeweils am besten sind. Und ich würde euch empfehlen, probiert sie einfach aus, schaut einfach speziell, welche Tools für eure ganz eigenen Zwecke und für eure Art von Produkten, für eure eigenen Ziele, welche da am besten funktioniert. So, dann schauen wir uns mal an, was wir denn mit diesen ganzen Suchbegriffen machen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass jeder Artikel, der in den Suchergebnissen auf Etsy angezeigt wird, eine Übereinstimmung mit dem Suchbegriff bzw. dem Ausdruck, also einer Kombination an Wörtern, haben muss, den der Käufer eingegeben hat. Also der Suchbegriff, nachdem gesucht wird, muss irgendwo in dem Listing erscheinen, also in dem Artikel, sei es in den Titeln, Tags, Beschreibungen, Attributen, irgendwo muss es vorkommen. Andererseits wird der Artikel nicht erscheinen. Und je exakter ein Artikel mit einem Suchbegriff übereinstimmt, desto relevanter ist er und erscheint entsprechend höher.
Als allererstes empfehlen wir euch, euren Artikeln auf jeden Fall alle relevanten Attribute, die zur Verfügung stehen, zuzuteilen. Die über Attribute übergebenen Informationen fließen auf jeden Fall zu 100% in die Etsy-Suche ein. Und je mehr ihr von diesen relevanten Attributen verwendet, natürlich nicht die irrelevanten, also die müssen passen. Und wenn zu einem Produkt eben nur 2 bis 3 da sind, die passen, dann muss man es natürlich dabei belassen. Aber wenn ihr in der Auswahl noch weitergehen könnt, wenn sich weitere Menüpunkte öffnen und da noch weitere Attribute passen, dann weist die auf jeden Fall euren Artikeln zu, wenn ihr die aufsetzt. Weil dadurch ganz einfach die Chancen immer weiter gesteigert werden, in der Suche zu erscheinen. Ihr findet die Attribute im Shop Manager unter Artikel im Abschnitt Artikel Details. Außerdem solltet ihr auf jeden Fall aussagekräftige Titel erstellen. Und zwar sind da 2 Punkte, die wichtig sind. Ein aussagekräftiger Titel, der muss unbedingt die relevanten Schlagworte enthalten, die ihr in der Recherche identifiziert habt und von denen ihr wisst, dass Käufer sie auch suchen. Gleichzeitig sollten die Titel aber so einladend und kundenfreundlich wie möglich sein. Es ist uns klar, dass das nicht immer einfach ist, weil die Titel sollen ja auch ausgeschöpft werden. Also wir empfehlen auf jeden Fall, die verfügbaren Charaktere auszuschöpfen. Und ihr solltet versuchen, alle eure relevanten Schlagwörter mit reinzupacken, aber wenn wie möglich, und das solltet ihr auf gar keinen Fall vergessen, achtet darauf, dass der Titel so lesbar und verständlich und von Hand geschrieben wie möglich aussieht. Also es ist ganz einfach so, und das hören wir in unserer Kundenbefragung, also Käuferbefragung, immer wieder, dass es sowohl einen schlechten Eindruck macht, sowohl wenn Texte offensichtlich automatisch übersetzt sind, aber auch wenn Titel wie von Maschinenhand erstellt rüberkommen. Und das tun sie eben manchmal, wenn das einfach nur eine ganz eiskalte Aneinanderreihung von Schlagwörtern ist. Das macht dann auch nicht immer den besten Eindruck. Also es ist ganz wichtig zu versuchen, eine Balance zu finden zwischen Suchmaschinenfreundlichkeit und Menschenfreundlichkeit in dem Fall. Zu den Titeln ist auch zu beachten, dass die Schlagwörter, die am Anfang stehen, als relevanter betrachtet werden als die Wörter am Ende. Und zwar steigt es dann kontinuierlich ab. Also das erste ist wichtiger als das zweite wichtiger als das dritte und so weiter. Und außerdem ist es wichtig, in Titeln nicht nur einzelne Schlagwörter, sondern tatsächlich Ausdrücke, also eine Aneinanderreihung von mehreren Wörtern zu verwenden. Dadurch werden die Titel auch relevanter. Also es bietet sich an, zusammengesetzte Wörter, wovon wir ja im Deutschen nicht zu wenig haben, wie zum Beispiel Esszimmertisch, die sollten präferiert verwendet werden über einzelne Wörter. Außerdem, zu den Tags kommen wir im Anschluss, aber ich sage es schon mal, es sollte versucht werden, die Wortgruppen und die Schlagwörter in den Tags und Titeln zu spiegeln. Auch das erhöht die Relevanz für die Suchmaschinen. Genau, die Tags. Die arbeiten sozusagen im Hintergrund, fließen zu 100% in den Suchalgorithmus mit ein. Und ja, also das Ziel ist, den Käufern effektiv zu helfen, die Artikel zu finden, die sie suchen. Auch für Tags gilt, die wichtigsten Schlagwörter oder Wortkombinationen sollten zuerst erscheinen. Absteigende Wichtigkeit. Die verwendeten Schlagwörter sollten gespiegelt sein in Tags und Titeln. Und die Kategorien, die ihr für euren Artikel ausgewählt habt beim Setup, also ist es ein Kleidungsstück fürs Badezimmer, Kleidungsstück fürs Badezimmer, ein Kleidungsstück oder ein Stück Schmuck und so weiter, die müssen nicht erneut als Tags angegeben werden. Also das solltet ihr lassen, um die Tags dann zu sparen für die
wirklich zusätzlichen Schlagwörter. Also es hat keine positiven Auswirkungen auf die Suchrelevanz, die Kategorien in den Tags nochmal zu wiederholen. Gut, dann kommen wir zu den Artikelbeschreibungen. Die wichtigsten Informationen zu einem Artikel gehören ganz nach oben in die erste Zeile, weil die auch in den Google-Suchergebnissen angezeigt wird. Danach seid ihr ein bisschen flexibler darin, wie die Beschreibung verfasst werden soll. Wir wollen euch auf jeden Fall empfehlen, den Beschreibungstext kurz, knackig und gut lesbar zu halten. Und es sollten auf jeden Fall so viele Fragen, die von Kundenseite aufkommen könnten oder die ihr in der Vergangenheit schon bekommen habt, so viele dieser Fragen wie möglich sollen in den Artikelbeschreibungen beantwortet werden. Und außerdem solltet ihr euren eigenen Stil und eure Persönlichkeit und eure Marke auch über die Art des Textes, also wie ihr das textet, transportieren. Ich weiß, es ist auch nicht immer einfach, leichter gesagt als getan, aber je mehr Artikel ihr auch habt, desto mehr Konsistenz im Stil und im Ton könnt ihr entwickeln und achtet ganz einfach darauf, dass es ein Feeling wiedergibt. Und ganz wichtig natürlich auch zum Thema, wie werde ich auf Etsy gefunden, eure Schlagwörter solltet ihr auch so viel wie möglich in die Artikelbeschreibungen einbauen und die Wortkombinationen wiederholen, die ihr in euren Tags und Titeln verwendet habt. Also das sollte idealerweise alles ineinander greifen. Außerdem könnt ihr ans Ende der Beschreibung eure Artikel Links setzen, allerdings nur Links, die innerhalb von Etsy zu Seiten innerhalb Etsys führen, weil nur die anklickbar sind. Links, die auf eine andere Plattform führen, wie zum Beispiel Facebook, zum Beispiel euer Facebook-Profil, die sind nicht anklickbar auf Etsy. Andere Faktoren, die auch in die Suchrelevanz mit einfließen, sind die Artikelqualität. Also die Artikelqualität ist auch einer. Das soll heißt, dass unser Algorithmus berücksichtigt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Artikel tatsächlich gekauft wird. Und dieser Qualitätsfaktor wird bewertet durch die Anzahl der Klicks, die der Artikel bereits bekommen hat und auch wie oft der gefavoritet wurde. Was mehr von euch, besser von euch beeinflussbar ist als diese Artikelqualität, ist die Aktualität. Also unser Suchalgorithmus ist darauf ausgelegt, auch wiederkehrenden Käufern immer aktuelle Artikel zu zeigen. Das heißt, es fließt in die Relevanzbeurteilung mit ein, wie aktuell ein Artikel ist, also wann dieser eingestellt, erneuert oder bearbeitet wurde. Das heißt also, es lohnt sich, Artikel jederzeit aktuell zu halten und Updates an Text und Titel, Fotos, Beschreibungen, also tatsächlich allen Bestandteilen eines Listings vorzunehmen. Also es sollte eben vermieden werden, einfach immer wieder zu erneuern, ohne zu schauen, ob denn wirklich alles noch so ist, wie ihr das für optimal erachtet. Gut, jetzt haben wir uns die Artikelmöglichkeiten, die SEO-Möglichkeiten für deine Artikel angeschaut. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Möglichkeiten an, die wir beim Shop haben. Also der Shop hat ja auch einen Titel. Und hier solltest du ganz kurz deinen Shop und die Artikel, die du verkaufst, vorstellen. Es bietet sich sogar an, eine Werbezeile oder einen kleinen Slogan zu platzieren, so wie jetzt hier in diesem Beispiel. Wenn möglich, macht es natürlich auch Sinn, hier die Schlagwörter, die am besten funktionieren, mit einfließen zu lassen. Das Shop-Profil sollte auf jeden Fall komplettiert werden und attraktiv gestaltet werden, um potenziellen Käufern eben ein Gespür dafür zu geben, wer verkauft da eigentlich was, wer hat dieses Produkt erstellt. Also es funktioniert unheimlich gut,
deine individuelle Geschichte zu erzählen. Warum hast du diesen Shop? Wie kommt es, dass du diese Produkte entwickelst? Und wie ist dein bisheriger Weg damit gewesen? Also diese Art von Hintergrundinfos sind einfach unheimlich interessant und verbinden, stellen eine Verbindung her zu potenziellen Käufern. Und natürlich ist es wunderbar, wenn schöne Bilder dabei sind, die das Ganze illustrieren. Und idealerweise was von dir, deiner Werkstatt, deinem Studio, wie auch immer, zeigen und zeigen, wie du die Produkte eigentlich erstellst. Und auch hier ist es ganz, ganz wichtig, die wichtigsten Schlagwörter mit einzubauen. Also diese grundlegende Recherche, die ihr hoffentlich am Anfang ganz extensiv betreibt, die ist nicht, also das ist wirklich unheimlich wichtig für das ganze Artikellisting. Außerdem fließen in die Suchmaschinenrelevanz auch Kundenservice und AGBs mit ein. Und zwar sind da relevant, wie viele und wie gute Bewertungen ihr bekommen habt, ob ihr ein schönes, gut funktionierendes Shop-Profil habt und ob eure AGBs wirklich komplett sind. Nochmal ganz kurz dazu. Also es ist ja, alle Verkäufer in der EU sind natürlich gesetzlich verpflichtet, AGBs zu haben. Wir würden aber auf jeden Fall empfehlen, dazu auch die AGB-Vorlage zu nutzen, weil es auch die Platzierung des Shops in der Etsy-Suchfunktion verbessern kann. Falls ihr nicht die normale AGB-Vorlage verwendet, würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, die Vorlage für die Return Policies, für die Rückgabebestimmungen zu verwenden, die ja jetzt auch vor einigen Monaten neu gelauncht wurde. Also das ist so ein kleines Zwischending. Aber ihr wisst ja, dass die AGBs auch mit der Vorlage angepasst werden können, um jeweils zu jeder Zeit den deutschen Gegebenheiten zu entsprechen. Die FAQs und die Angaben zum Verkäufer werden aber hier bei der Beurteilung der AGBs nicht mit einbezogen. Außerdem werden die etwaige vergangene Beschwerden oder falls Urheberrechtsverletzungen aufgetreten sind, diese Punkte würden sich dann negativ auf die Qualitätsbewertung des Shops auswirken und damit auch auf die Relevanzeinstufung in der Suche. Außerdem unbedingt nicht vergessen, definiert euren Standort. Also es ist so, wir sehen das in unseren Zahlen, in unseren Ergebnissen und wir sehen es in den Käuferumfragen. Käufer bevorzugen ganz klar Produkte von Verkäufern im eigenen Land. Und bedenkt, der deutsche Markt wächst. Also wir sehen das ganz klar, wir haben eine ganz kaufkräftige Klientel, die wirklich interessiert ist zu kaufen auf Etsy. Und je mehr lokales Inventar verfügbar ist, desto besser. Deswegen kennzeichnet euren Shop als lokal, gebt euren Ort und euer Land auf jeden Fall an, damit das nicht verloren geht. Also wenn jemand nach Schlüsselanhänger sucht und möchte lokal und definiert, ich will nur von Verkäufern aus Deutschland kaufen und ihr seid in Deutschland ansässig, verkauft Schlüsselanhänger, habt aber nicht euren Standort definiert, dann werdet ihr nicht in der Suchmaschine erscheinen. Also ganz wichtig. Ja, und außerdem ist es unheimlich wichtig, den Shop zu übersetzen, soweit es möglich ist natürlich. Also wir sehen auch in unseren Zahlen und Umfragen, naja, in Umfragen hören wir es, aber wir sehen es ganz klar in den Conversion-Zahlen, dass Artikel mit Originaltexten oder eigenen Übersetzungen besser performen als Artikel, die von der Maschine übersetzt werden. Ihr wisst es, man sieht es ja auf vielen Plattformen, die Maschinen, die automatischen Übersetzungen haben einfach nicht die gleiche Qualität wie eigene Übersetzungen, von einem Deutschen formulierter deutscher Text. Und in den anderen Ländern ist es genauso.
Es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Mühe zu machen und den Shop und die Artikel zu übersetzen, wenn es möglich ist. Und viele von uns sprechen ja sehr gut Englisch. Also wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, übersetzt euren Shop und alle Artikel so weit wie möglich auf Englisch. Das heißt nämlich, dass ihr nicht nur Etsy für den heimischen oder den globalen Markt nutzt, sondern ihr optimiert euren Shop dann tatsächlich für beide. Also ich sage das deswegen, weil wir auch sehen, dass viele Verkäufer, also viele deutsche Verkäufer ihren Shop nur auf Englisch führen. Ja, das ist dann natürlich schade, weil die kaufkräftigen deutschen Käufer, ja, die bekommen dann eben auch maschinenübersetzte Texte für Artikel von deutschen Verkäufern. Also wenn möglich, übersetzt auf jeden Fall euren Shop. Und das macht ihr so, indem ihr auf Shop Manager zu Einstellungen geht und dann dort Sprachen und Übersetzungen auswählt und dort über den Button Sprachen verwalten, die Sprachen aktiviert, die ihr recht, deren ihr mächtig seid, und dann könnt ihr die Texte eingeben, direkt auf dieser Seite. Das hat sich kürzlich geändert. Bis vor kurzem, also buchstäblich bis vor 2 Wochen, war dieser Übersetzungsflow ziemlich gut versteckt. Also wir haben öfters gehört, dass selbst Verkäufer, die wussten, dass er existiert, ihn nicht finden konnten. Das haben wir jetzt hoffentlich behoben und haben das Ganze besser sichtbar gemacht. Also schaut es euch am besten gleich mal an und übersetzt. Ja, das war's mit dem theoretischen Teil. Jetzt schreiten wir zur Praxis und ich übergebe an Aline. Ein bisschen stillen. Ich hoffe, man hört mich. So, dann gucken wir uns mal an, wie wir diese ganzen tollen Tipps von Annette in ein praktisches Beispiel umwandeln können. Folgendes. Unser Produkt, das wir verkaufen möchten, ist ein Schlüsselanhänger. Wir sehen jetzt hier den Titel vorher. Der besteht leider nur aus 2 Wortgruppen und ist mit Schrägstrichen getrennt. Der Titel nachher. Ja, was wurde geändert? Wir sehen, dass die prägnante Beschreibung des Artikels am Anfang des Titels steht, dass alle Textzeichen voll ausgenutzt sind. Und dass wir uns für Kommas entschieden haben, was der Kundenfreundlichkeit ein bisschen in die Arme spielt, weil ja, das einfacher zu lesen ist. Genau, das Wort Casa, was wir vorhin als Produktnamen gesehen haben, würden wir jetzt eher als schwacheres Schlagwort einordnen und deswegen lieber in den Text mit aufnehmen. Genau, das ist die Artikelbeschreibung vorher. Es handelt sich um ein Stichpunkt mit wenigen Schlagwörtern. Wenn wir diese ganze Sache ein bisschen verbessern wollen würden, wäre das hier unsere Artikelbeschreibung. Ich würde euch mal ganz kurz einen Moment geben, die durchzulesen. Genau. Ich habe in diesem Text sind die erste Zeile und in der ersten Zeile die wichtigsten Artikelinformationen vorhanden. Wir haben dann hier auch die Größe, die Länge der Kette, ach, des Anhängers, damit der Kunde direkt am Anfang sieht, was er bekommt. Dann machen wir weiter mit einer kleinen, etwas emotionaleren Beschreibung des Artikels. Wo wird der hergestellt? Um was handelt es sich? Wie sind die Farben? Was wir dann auch hier, um das Ganze ein bisschen einfacher lesbar zu machen, sagen würden, wäre, dass man hier zum Beispiel die
Stichwörter ein bisschen in Punkte auflockert und Absätze dazu nimmt. Wir haben die ganzen Schlagwörter, die wir vorher mühsam uns rausgesucht haben, hier mal rot markiert. Genau, ähnliche Schlüsselanhänger mit Quasten finden Sie hier, steht am Ende. Und dann finden wir hier einen Link, der zurück in euren eigenen Shop führt. Das hält A, den Kunden in eurem Shop und hilft B, der Suchmaschine, euch als relevanter einzustufen. Dann gucken wir uns mal die ganze Beschreibung noch ein kleines bisschen genauer an. Das ist, wie eben schon erklärt, der erste Satz mit den wichtigsten Artikelmerkmalen und die Größe. Dann haben wir hier nochmal den Text mit ein bisschen Emotion, mit den ganzen Schlagwörtern und der aufgelockerten Schreibweise, anstatt einen ganzen Textblock zu haben. Das ist halt nicht ganz so einfach zu lesen. Da wir auch immer mehr Kunden haben, die sich unsere Produkte über Mobile angucken, macht es Sinn, darauf auch zu achten. Dann am Ende des Textes haben wir ja gesagt, macht es Sinn, die Links zu setzen. Auf Etsy werden die Links, die innerhalb der ganzen Etsy-Website gesetzt werden, als aktiv angezeigt. Wenn ihr Links setzt, die außerhalb von Etsy führen, wie jetzt hier in meinem Beispiel zum Beispiel auf einen Blog, dann wird der Link nicht klickbar angezeigt. Das heißt, der ist einfach nur grau. Was aber nicht heißt, dass es keinen Sinn macht, externe Links zu benutzen. Ihr könnt nämlich in eurem Shop, wenn ihr den bearbeitet, Links in einem extra Bereich einsetzen für Facebook, Twitter etc. Genau. Dann gucken wir uns jetzt mal die Tags an. Die roten Wörter sind die Artikelattribute, von denen euch Annette schon erzählt hat. Das sind also die Schlagwörter, die ihr vorher ausgewählt habt, die gegebene Keywords darstellen. Ich zeige euch mal jetzt die überarbeiteten Tags. Ihr seht hier, dass wir alle Tags komplett ausgenutzt haben, dass Wortgruppen verwendet wurden, die das Produkt beschreiben, das Material, die auch ein paar Wortgruppen aufgreifen und die so ein kleines bisschen verändern. Das wäre dann jetzt hier Messing-Anhänger, Messing-Schlüsselring. Oh, ups. Das ist okay, kein Problem. Genau. Ja, Wortgruppen sind wie auch im Titel relevanter als Einzelwörter. Was sich natürlich auch, wie gesagt, super macht, ist, wenn sich eure Schlagwörter, die ihr im Titel benutzt habt, auch mit den Tags spiegeln. Nutzt auf jeden Fall alle 13 Tags. Und ja, es ist nicht so einfach für uns mit der deutschen Sprache, weil unsere Wörter sehr lang sind. Da muss man einfach ein bisschen mehr rumprobieren. Es lohnt sich aber trotz alledem, ein bisschen zu versuchen, ja, unsere langen Wörter in diese kleinen Keywords reinzuquetschen. Aber wie ihr seht, das sind jetzt alles hier Schlagwörter, die ich vorher ausprobiert habe, die auch alle funktionieren und trotzdem tolle Wortgruppen sind. Genau. Was auch noch so ein paar kleine Tipps sind für euch, ist vielleicht so ein bisschen wie der Verkäufer zu denken und in Wortgruppen zu suchen. Selten geben die Kunden nur ein Wort ein. Deswegen hilft es auch oft, sich vielleicht einfach mal von Freunden ein bisschen Hilfe zu holen und da mal rüber zu gucken, nach welchen Wortgruppen die Person suchen würde, wenn sie auf euren Artikel kommen möchten. Ja, ähnliche Artikel sollten nicht gleich oder fast gleich bezeichnet werden. Das heißt, wenn ihr zwei Tassen in eurem Shop habt, guckt, dass ihr die vielleicht auf unterschiedliche Feiertage oder Geschenkideen zuzuschneidern. Es gibt natürlich Geschenk zum Muttertag, Hochzeitsgeschenk und auch je nachdem könnt ihr dann so ein bisschen an den Suchbegriffen arbeiten und die austauschen.
Genau, und hier auch nochmal ganz wichtig, enthält ein Artikel dieselben Schlagwörter wie die Wortgruppen, Wortgruppen wie die Tags, dann ist das Listing insgesamt relevanter für die Suchmaschine. Für die Etsy-Suchmaschine und die Google-Suchmaschine. Genau, damit sind wir dann auch ungefähr am Ende unserer tollen Präsentation. Ich würde sagen, wir machen vielleicht zwei Fragen. Ich versuche jetzt mal die Chatbox wiederzufinden, die im Interface verschwunden ist. Okay, ich habe mir vorhin zwei Fragen aufgeschrieben, die wir vielleicht jetzt schon mal kurz beantworten können. Und zwar war das einmal von Anna, die gefragt hat, ja, dass es halt schwierig ist, lange Wortgruppen einzufügen. Wenn ihr jetzt ein ganz tolles Schlagwort habt, was wirklich nicht in die Tags passt, dann versucht es in den Titel einzubauen und in die Beschreibung. Und dann gab es noch die Frage, ja, ob Wortgruppen, die ähnlich sind, auch relevant sind. Wenn ihr also eine Goldkette habt und ihr nehmt das Beispiel, zum Beispiel, ja, Goldkette, goldene Halskette, Kette aus, ich will nicht fliegen, gibt es 800er Gold? Genau. Also wenn ihr quasi das gleiche Wort Kette, aber in verschiedene Wortgruppen und in verschiedene Wörter einpackt, dann sind die relevanter, als wenn ihr die ganze Zeit nur Kette lang, Kette kurz, Halskette etc. benutzt. Das ist dann nicht so relevant. Also guckt, dass ihr das Wort Kette unterschiedlich verpackt. Genau. Ich sehe, dass wir unseren Chat zurückhaben. Ja, macht es den Artikel weniger relevant, wenn ja, ich würde das nicht in den Artikel schreiben, die Artikelnummer. Ihr habt die Möglichkeit in eurem Shop-Manager, wenn ihr den Artikel direkt bearbeitet, eine Bestandsnummer einzufügen, die es euch möglich macht, da ein bisschen besser zu tracken, um welchen Artikel es sich denn handelt. Das kann man vielleicht auch nochmal in die Beschreibung schreiben, aber so eine Zahl ist wirklich total irrelevant. Da würde ich diese 5 Zeichen lieber nochmal für eine Farbe etc. nutzen. Da tut ihr euch wirklich keinen Gefallen. Hier ist eine Frage von Jutta. Jutta Weitzig. Ich habe eine Materialbeschreibung als Text, der war aber nie in der Übersetzung angezeigt. Wir empfehlen, die Materialien auch über die Attribute anzugeben. Genau. Ihr könnt die Materialien auch gerne nochmal in der Beschreibung aufkommen lassen. Ja, wie gesagt, Komma im Titel hatten wir schon am Anfang. Es ist einfach, es hilft bei der Lesbarkeit. Und sobald ein Titel einfacher zu lesen ist, also einfacher fürs Auge erkennbar, für den Kunden erkennbar, umso höher ist die Conversion Rate. Umso eher klickt der Kunde auf euer Produkt. Und das heißt ja auch, dass es quasi eurer Suche in die Karten spielt. Also ihr könntet auch Sternchen oder Herzchen nehmen, aber das ist einfach fürs menschliche Auge schlechter zu erkennen. Und wenn ihr seht, dass ihr in der Suche 6 Produkte nebeneinander habt und das schwer zu lesen ist, deswegen wäre ich bin da immer für Kommas. Also wir alle. Gut, wir haben noch eine Frage von Kati, Ja. dass die Kategorien nicht übersetzbar sind. Das ist aber gar nicht nötig, weil die Kategorien automatisch in andere Sprachen transferiert werden. Also es wird automatisch mit übersetzt. Genau. Super. Gibt es sonst noch Kunstwörter als Titel? Nee. Wenn ihr dann jetzt so, wie wir das gerade in dem Schlüsselanhänger-Beispiel gesehen haben, wenn jetzt das so ein Produktname wie Casa ist, das würde ich jetzt ja persönlich überhaupt nicht mit einem Schlüsselanhänger in Verbindung bringen als deutschsprachiger Käufer. Das könnt ihr dann eventuell als allerletztes Wort in den Titel schreiben.
Und dann, wie gesagt, in eurer Beschreibung nochmal, in eure Beschreibung aufnehmen. Ja, also ich würde sagen, wir sind jetzt hier fast bei 45 Minuten angelangt. Wir schließen dann jetzt erstmal. Und ja, ach so, wichtige Information, dieses Webinar wurde aufgenommen. Wir bereiten das jetzt kurz nochmal auf und es wird dann auf YouTube hochgeladen, wo ihr dann, genau, in der deutschen Playlist, wo ihr dann auch unsere anderen Webinare euch ansehen könnt. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Es war toll mit euch. Wir möchten euch auch bitten, an der Umfrage, die wir euch gleich danach noch schicken, teilzunehmen. Das hilft uns dabei, das nächste Webinar noch toller zu gestalten. Ja, vielen Dank und dann bis ganz bald. Tschüss. Tschüss!